Ja, Freunde, nach dem Stotterstart gegen Liechtenstein, da war ich ja schon wieder so ein bisschen skeptisch. Da dachte ich, oh, wird es doch länger dauern, bis sich der Fußball der deutschen Nationalmannschaft verändert. Aber nein, das hat er schon getan gegen Armenien, das war unfassbar. Aber auch gegen Island eine extrem starke Leistung. 4:0 heute gewonnen, Freunde, und Island ist ja nicht schlecht. Also klar, wir stehen in der Tabelle gerade nicht so gut da. Aber ich finde, die haben teilweise auch gut mitgespielt, mal gute Ansätze gesehen. Und trotzdem hat das Deutschland richtig gut, wenn nicht sogar überragend gemacht. Man muss ja auch sagen, wir haben nicht ein einziges Gegentor bekommen. Ja gut, die Gegner waren Liechtenstein, Armenien und Island. Aber dennoch, kein einziges Gegentor, muss man mal festhalten, ja. Klar, die Isländer hatten heute ein paar Chancen, aber Deutschland ist auch gut verteidigt, Defensive steht und Offensive ist mittlerweile auch richtig eingegroovt unter Flick. Also, das macht doch Lust auf mehr, Freunde, oder? Es macht doch Lust auf mehr, müssen wir ganz ehrlich sagen. Eine Sache, die mich auch noch persönlich richtig freut, ist das 2:0, ein Tor nach einem Standard. Endlich mal, was Löw irgendwie komplett hat links liegen lassen, Standards mal schön zu trainieren. Kimmich weiß ganz genau, dass Rüdiger sich fallen lässt und der butterweich köpft er den Ball der richtig schönen Sange-Eck. Wow, richtig schön gemacht. Tolle Standardvariante. Das hat mein Herz wirklich erwärmt. Und dann Leroy Sané. Also wirklich, die Nationalmannschaft unter Flick ist ja wirklich so eine, wie soll ich sagen, so eine Reha-Station für Spieler, die, bei denen es aktuell gerade nicht so gut läuft. Leroy Sané wieder getroffen. Tolles Tor gemacht. Tolles Tor gemacht. Timo Werner trifft auch noch. Ja, also wirklich. Die beiden Sorgenkinder in ihren Verein. So. Und wie gesagt, Island war heute nicht schlecht. Zu Hause, da haben wir auch schon mal 0-0 gespielt, ist schon ein bisschen länger her. Die Älteren werden sich daran erinnern, Rudi Völler war danach nicht so ganz glücklich. Er war damals Bundestrainer, aber ist eine andere Geschichte. Auf Island, traditionell hat es Deutschland eigentlich schwer, im Fußball zu gewinnen. Und heute hat man es relativ deutlich geschafft. Klar, Island gerade auch sportlich in einer nicht so tollen Verfassung wie noch bei der EM 2016. Und dennoch muss man sagen, Freunde, das war heute eine richtig gute Leistung. Ich kann wieder mal nicht meckern. Eure Meinung, vielleicht könnt ihr meckern, eure Meinung in die Kommentare. Wir sehen uns später wieder und denkt dran, haltet den Ball richtig flach.